Stichwort, für manche ist es schon abenteuerlich, 2 Wochen zu verreisen. Aber Stefanie Klaassen aus Oelde, 42 Jahre, die hat was ganz anderes hinter sich. Sie war auf Weltreise ganz alleine mit dem Fahrrad fast 2,5 Jahre. Sie fuhr durch Indien, den Iran, Australien und immer weiter. Und nun ist sie zurück und gleich bei uns im Studio. Gestern Nachmittag erst ist sie zurückgekommen, wieder daheim, bei den Eltern in Oelde. Zieleinfahrt für Stefanie Klaassen in Oelde. 22.000 Fahrradkilometer hat sie hinter sich. Und die Erleichterung bei ihren Eltern ist riesengroß. Ein hohes, hohes Glücksgefühl, dass sie heil und gesund wieder gelandet ist. Denn viele bange Momente mussten ihre Eltern durchstehen. Ja, manches Mal ja, wenn dieses große Kind hier Krokodile füttert und muss vom Guide weggerissen werden, weil das Vieh gerade, wer weiß, wie hoch springt. Ne? Im Mai 2009 ging es los. Stefanie Klaassen flog zunächst nach Indien, startete ihre Weltreise per Rad in Delhi. Von Anfang an begegneten ihr interessante Menschen. In Bangladesch auch mal Elefanten. Immer wieder beeindruckend. Menschen, die selbst kaum etwas besitzen, aber doch das Wenige mit der ungewöhnlichen Touristin teilen wollten. Natürlich gab es auch ein paar brenzlige Situationen. Etwa als ihr in Australien das Fahrrad gestohlen wurde, welches allerdings später wieder auftauchte. Oder besagte Fütterung hungriger Krokodile. Nach der Ankunft in Oelde sind die Nachbarn richtig stolz auf ihre Stefanie. Sie hat eben sehr viel Mut, sehr viel Selbstvertrauen. Und das hat sie von ihrem Vater, der genauso ein Typ ist. Nachdem Stefanie Klaassen so viel von der Welt gesehen hat, verspürt sie momentan wenig Lust, wieder in ihren alten Beruf als Betriebswirtin einzusteigen. Ein neuer Job in der Reisebranche, damit könnte sich die Globetrotterin eher anfreunden. Und jetzt ist die Weltreisende bei uns, Stefanie Klaassen, ganz frisch zurück. Haben Sie das schon richtig realisiert, dass Sie wieder im Münsterland sind? Nein, nicht wirklich. Also ich sag mal, wenn man so viel erlebt hat und wenn man so viel unterwegs war, dann muss man erst mal sich ein bisschen Zeit geben, um anzukommen. Wie geht's Ihnen? Wie fühlen Sie sich jetzt hier wieder zu Hause? Komisch. Ist schon ungewohnt, wieder in einer gleichen Umgebung zu sein. Und zu wissen, dass man morgen im gleichen Bett schläft, ist schon sehr, sehr ungewöhnlich. Ja. Aber jetzt haben wir schon häufiger mal Weltreisen hier im Studio gehabt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, sind die erste Frau, die dann auch noch ganz alleine unterwegs war. Die Frage kommt wahrscheinlich immer, aber war das nicht zwischendurch unangenehm? Sie haben einfach mal in der Wildnis gezeltet, haben Sie nicht Angst gehabt? Ich glaube, wenn man mit der Angst fährt, dann fährt man nicht. Also man muss die Situation meistern, wenn sie kommen und da ist so viel Abenteuer und so viel Spannung drin, dass man, denke, das Angstgefühl einfach vergisst. Da denkt man gar nicht dran, dass da auch was passieren könnte, weil man erlebt so viel und sieht so viel. Das ist einfach. Also Sie sind immer gut klargekommen. Ja, ja, wir haben jetzt gerade die Krokodile zum Beispiel schon gesehen. Ja, das ist eigentlich, es gehört auch viel Glück dazu. Und auch diese Situation war ein bisschen leichtsinnig, das ist richtig, was meine Mutter da erwähnt hat. Aber irgendwo, ja, Sie haben das gut gemacht. Richtig, genau. Wir haben von Australien gehört und dann sind Sie langsam zurückgekommen. Erzählen Sie mal, wie Sie von Australien wieder in Oelde gelandet sind. Ja, also eigentlich geplant war der direkte Flug von Australien nach Deutschland. Und irgendwo in Australien habe ich mir gedacht, das geht einfach nicht, dass du jetzt direkt in Deutschland landest. Bin dann halt nach Indien geflogen, weil ich in Indien gestartet bin und wollte dann von Indien aus losfliegen. Hab das Visum für Pakistan aus merkwürdigen Gründen nicht bekommen, bin dann in den Iran geflogen und bin vom Iran dann über die Türkei, Bulgarien an die Donau und dann eben der Donau folgend bis irgendwo Regensburg, Kelheim und dann halt durch verschiedene andere Flusstäler dann bis Oelde gefahren, unter anderem. Immer weiter. Jetzt haben wir Sie gerade zum Beispiel mit kurzer Hose radeln sehen. Im Iran geht das nicht, oder? Nein, also im Iran ist das einzige Land, wo man sich, also lange Ärmel, lange Hosen und eben auch das Kopftuch, ganz wichtig. Also ohne Kopftuch, denke ich, wird man da große Probleme bekommen. Auch wenn man privat irgendwo eingeladen ist. Also in der Regel habe ich das Kopftuch so lange aufgelassen, wie die Damen des Hauses es auch getragen haben. Und wenn die es abgenommen haben, dann habe ich für mich auch entschieden, okay, jetzt kannst du es auch abnehmen. Haben Sie denn richtig gut Kontakt gefunden dort zu Einheimischen? Also im Iran war das atemberaubend. Wenn Sie irgendwo an der Ecke stehen, nach einem Hotel fragen, Sie kriegen überhaupt keinen Hotelnamen genannt, weil die Sie direkt einladen zu sich nach Hause. Sie werden bekocht, Ihnen wird das Land oder beziehungsweise die Stadt in dem Fall dann oder das Gebiet gezeigt. Also es ist, sowas habe ich noch nicht erlebt. Sie schlafen mit den Leuten in einem Raum. Natürlich wird dann separiert zwischen Frauen und Männern, aber das ist, ja, es war für mich so das Zwischenmenschlichste, das Beeindruckendste, der Iran. Es war wirklich. Können Sie in 2 Sätzen noch sagen, was Sie jetzt mit Ihren Reiseerlebnissen vorhaben?
In zwei Sätzen. Also, es sind viele Pläne. Unter anderem würde ich natürlich unheimlich gerne irgendwo, weil ich gerne fotografiere, ein Bildband mit Texten, mit witzigen Geschichten dazu machen oder eben Buch schreiben. Aber auch da muss ich mir einfach erst Gedanken machen, wie sowas am besten rüberkommt und was die Leute halt interessiert. Ja, ich sag mal, ich bin gestern angekommen, so weit bin ich da noch nicht. Ich habe noch ganz viele Fragen, aber jetzt ist leider unsere Zeit zu Ende. Danke, Stefanie Klaassen. Bitteschön. Damit Stefanie Klaassen jetzt noch mal ganz deutlich merkt, sie ist wieder im Münsterland, was ganz Typisches, Trecker. Damit beginnen heute unsere Tipps und Termine. Knatternde Motoren und ordentlich Gummi. Morgen und übermorgen rollen die Oldtimer-Trecker in Ahaus an und präsentieren sich allen Neugierigen. Dazu ein buntes Rahmenprogramm für